Versuche das zentrale Gebiet einzunehmen und zu verteidigen. Baue Psychos auf, um später die rechte Seite des Gebiets einnehmen zu können. Okay. Ah, die Mitte da, wo die Brücke ist. Okay. Psycho stärken, G-Fahrer aus dem Hinterhalt erschießen. Anfällig für Panzer. Also schon mal besser als der gemeine Krieger. Hat allerdings den Nachteil, er braucht länger, um ausgebildet zu werden. Das hat einen Zerk. Komm, den machen wir noch. Lass mich fahren, hä? Nein, nein, nein! Hallo! Hui, da draußen liegt aber ziemlich viel Sand rum. Okay. Die haben mir empfohlen, zuerst die linke Seite anzugreifen. Erst die Mitte anzugreifen. In Ordnung. Jawohl. Granaten aufgenommen. Das ist üblich Rushen am Anfang. Wird erledigt. Hier holt euch mal den Jeep, Leute. Sektor Kriegereinheit. So, holt euch diesen Sektor. Radar aktiviert. Granaten aufgenommen. Hier Kriegereinheit. Hier Psychoeinheit. Fahrzeug erbeutet. Okay. Extra. Ende und aus. Erstatte Meldung. Sektor unter Kontrolle. Was ist denn mal dahinter? Nee, Sammelaufstellung. Okay. Bestätigt. Sektor unter Kontrolle. Ende und aus. Jawohl. Fahrzeug erbeutet. Sektor unter Kontrolle. Hier Kriegereinheit. Da aus, zack. Auch wieder. Hätte ich vielleicht ein paar Psychos hinschicken sollen. Erstatte Meldung. Wenn man clever gewesen wäre. Kein Problem. Jawohl. Auf sie mit Gebrüll! Und los geht's. Geschütz erbeutet. Jawohl. Bestätigt. Fahrzeugfabrik, die will ich haben. Sektor unter Kontrolle. Sektor unter Kontrolle. Nein, verdammt! Und daher bin ich schon wieder aus dem rausgetappt. Das ist dieser verkackte Borderless Window Modus. Ich hasse es. Ich weiß schon, warum ich den normalerweise nicht anhabe. Das Einzige, was die Spieler als Versuchung nicht versteht, ist der erweiterte Borderless Windows Modus. Und da ist einmal nicht sonderlich angenehm. Nicht zum Aufnehmen. Warum ist das nicht eingenommen worden? Hatte ich nicht mal einen Panzer gehabt? Erstatte Meldung. Erstatte Meldung. Sektor unter Kontrolle. Das läuft nicht sonderlich gut. Wird erledigt. Denn kann ich nicht mal versuchen einzunehmen. Weil Jeep da nicht hinkommt. Und eine Unterlegenheit von 13-9. Das wird ganz mies enden. Erstatte Meldung. Wir greifen an. Roboter hergestellt. Erstatte Meldung. Ja, nee, okay, das wird nichts. Wie gesagt, einmal ins Hintertreffen geraten. Keine Chance mehr. Wenn die jetzt am laufenden Band Einheiten produzieren werden und mich damit komplett überrennen werden. Aber das soll mir in dem Moment auch relativ egal sein. Ich werde es einfach so weit durchlaufen lassen, damit man mal sieht, wie der andere Skinner mal verloren hat. Der gehört zu mir, Leute. Oh Gott. Oh Gott. Das ist erbärmlich. Ich kann nicht mehr diesen fucking leichten Tank aufschalten. Das da hinten ist komplett nutzlos. Und ich glaube, ich hätte mich an die Tooltips halten sollen. Erstmal die Mitte übernehmen, dann die rechte Seite und die hier unten einfach nur irgendwie sichern und verteidigen. Das wäre wahrscheinlich die beste Lösung gewesen. Naja, hinterher erstmal immer schlauer, ne? Ah! Verdammt. Ja, noch ein paar Psychos irgendwo. Verdammt!
Verdammt, den hätte ich holen können. Den hätte ich holen können. Ich hab's nicht gesehen. Absolut keine Chance mehr. Absolut keine Chance mehr. Ich werde vollkommen überrannt. 15 zu 4. Da kommen zwei Jeeps an. Das wird nichts. Ich glaube, das sind jetzt noch Psychos und keine Krieger. Die haben, glaube ich, eine SMG gehabt. Ja, aber. Oh, jetzt haben sie die auch noch übernommen. Ja, okay. Gut. Wundervoll. Na, jetzt noch keine Einwahl. Dann kriegen die ja gleich noch ein G von mir. Schön. Wundervoll. Gott sei Dank war es jetzt nur ein Jeep und kein Headlight Tank. Aber das macht auch keinen Unterschied mehr. Ich möchte nochmal kurz erwähnen, das Spiel läuft gerade auf normal, nicht auf schwer. Also der Schwierigkeitsgrad, den es sonst gegeben hätte. Der einzige Schwierigkeitsgrad, den man im normalen Set spielen kann. Schwer. Wenn man da seine Truppen nicht gleich von Anfang an richtig managt. Keine Chance. Absolut nicht. Nicht mal die Hoffnung auf eine Chance. Ich habe noch drei Gebiete, einen Typ in der Gatling. Ich glaube, den kann ich nicht mal von der Gatling runtersetzen. Oder? Nope. Und da laufen die Leute in meinem. Ja. Nein! Empfange Nachricht. Es ist vorbei, der Feind hat gewonnen! Sie haben es versaut, die erbärmliche Hirni! Als Kommandeur sind Sie eine... Ja, Einheiten... Wow. Toll! Das Geheimnis scheint darin zu liegen, immer eine schlechtere KD zu haben als der Gegner. Wenn ich mal gewinne, ist es eigentlich andersrum. So, ich könnte das Level nochmal an dieser Stelle weiterspielen. Death of Islands, aber... Ganz ehrlich, das soll mir für heute reichen. Und wie gesagt, es sollte ja auch kein Let's Play sein, sondern einfach mal zeigen, weil es ein schönes Spiel ist, weil ich sehr nostalgische Erinnerungen daran hege und weil es an sich gesehen so auch nicht mal so häufig gibt in den Strategiespielen, in denen man einfach gnadenlos drauf rushen muss. Wahrscheinlich, weil es nicht mal richtige Strategie ist, sondern einfach nur Trial and Error, bis man herausgefunden hat, wie man am besten weiterkommt. Ja, das... Wäre es dann wahrscheinlich auf meiner Seite, kann ich auch mal kurz das hübsche Optionsmenü zeigen. Also mein Bildschirm läuft gerade auf Vollbild. Was das Spiel allerdings als Vollbild bezeichnet, ist wie gesagt einfach nur der Borderless Window Modus. Das heißt, man kann aus einem Vollbildschirm, ne, der vollbildmäßig ist, weil es Vollbildmodus ist, ne, kann man außerdem auf seinen Nebenbildschirm klicken, wie es mir gerade eben dreimal passiert ist, oder zweimal, und dann minimiert sich das Spiel. Und dann hört Fraps mit der Aufnahme auf. Und dann stürzt Fraps ab. Und man muss es wieder neu starten, Fraps. Und die Aufnahmen. Und alles. Ja. Wie gesagt, es gab noch einen höheren Schwierigkeitsgrad. Und man kann beim Spiel Musik aus. Oder an. Und Klang aus. Oder an. Mehr aber auch nicht. Gut, hat noch ein paar Sprachoptionen. Das ist auch ganz nett, aber... Unzureichend. Wenn man den Highscores anschauen, wenn man möchte. Und das Level nochmal probieren. Aber nein. Das ist die Hilfe. Habe ich noch gar nicht gesehen, aber okay. Gut. Hat so ein bisschen was von Risiko, das Spiel. Muss man Territorien einnehmen, muss aber auch schauen, wie man seine Einheiten verteilt. Sonst sind die Territorien innerhalb von Sekunden wieder weg. Oder bei Risiko innerhalb eines Würfelwurfs oder einer Runde. Ja. Gut, aber das soll es von mir jetzt von heute gewesen sein. Ja, wem es gefallen hat, kann ich das Spiel auch gerne kaufen. Es ist zurzeit auf Steam erhältlich. Und ja, wird auch wahrscheinlich noch weiterhin erhältlich sein. Ich glaube für 5 Euro oder 10 Euro, weiß nicht mehr. Es war nicht sonderlich viel. Und ehrlich zu sein, mehr hätte das Spiel glaube ich auch nicht verdient, weil es ist alt. 1996. 96. Es war ein gutes Spiel, aber es ist wie gesagt sehr, sehr alt. Und auch sehr, sehr kurzweilig.
Mission, glaube ich, Kampagne hat, glaube ich, nur 15 Missionen oder dergleichen. Zwischen 15 und 20 ist nicht sonderlich viel. Hat kein Multiplayer. Wobei Multiplayer in dem Spiel bestimmt interessant wäre. Nun gut, wie dem auch sei. Wer es gefallen hat, ja, wir haben da so einen Thumbs-up-Button so unter dem Video und abonnieren. Also wer möchte, darf das gerne tun oder weiterempfehlen. Und wem es nicht gefallen hat, der darf gerne in die Kommentare schreiben, was denn noch verbesserungswürdig ist. Ja, gut. Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zu einem anderen Let's Play. Oder vielleicht nochmal Let's Play Zap. Unwahrscheinlich. Aber möglich. Je nachdem, wie die Bilanz ist, sagen wir mal so. Alles klar. Guten Abend und gute Nacht.